Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Mediurs. Heute geht es um den dritten Teil zum Thema Erste Hilfe im Außentürbereich. Und heute geht es um Material, was ihr mithaben solltet, was euer Gruppensani mithaben sollte. Hopefully. Skål. Es geht also darum, was jeder nach Möglichkeit an der Persönlichkeit haben sollte, irgendwo im Geraffel haben sollte, tragende Teile davon haben wir in meinem Beritt grundsätzlich in der linken Oberschenkeltasche. Alle wissen, dass es da drin ist. Und das ist gut und richtig so. Und das kommt eigentlich aus dem Militärischen, so komisch es klingt, und hat sich da bewährt. Das ist das, was im gemeinen Volksmund als IFAC oder Individual First Aid Kit bekannt ist. So, was es war, was es ist, was es sein wird, Intro, Erklärbär. Showtime, folks. Also, ihr seid in den Bergen unterwegs, ihr seid im Wald und auf der Heide unterwegs, ihr seid in einer Gruppe unterwegs und jetzt gucken wir uns mal an, was jeder dabei haben sollte und ihr solltet nach Möglichkeit einen Gruppensani haben und dieser Gruppensani hat in seinem Kit, wenn man so will, in dem Mutterschiff noch ein bisschen mehr. Der trägt jetzt keinen riesengroßen Rettungsdienstrucksack mit sich, das ist auch völlig... ist auch überhaupt nicht zielführend oder wenn dann höchstens so zielführend wie 3 Tage Kreisverkehr in Paris. Und das macht freiwillig auch keiner. So, also. Gerade in dem Moment, wo ich am Schrauben bin, wo ich an anderen Hand anlegen muss, sehe ich zu, dass ich Erste-Hilfe-Handschuhe anziehe. In meinem Fall blaue Nitrilhandschuhe, damit ich sehe, ob und wo die kaputt sind oder auch nicht. Und damit ich bei der schnellen Erstuntersuchung sehen kann, wenn es denn notwendig ist, wo mein Urlaubskollege, wo mein Kumpel, mein Buddy, mein Lebenspartner, wie auch immer, ausläuft, wo er nicht auslaufen sollte. Das sehe ich an den Händen. Dazu gehört aber eine gewisse Übung. Das muss man ein paar Mal gemacht haben. Okay. Wie sowas in der Art funktioniert, da gibt es Kurse zu, rein zufällig. Da sind im September zum Beispiel auch noch Plätze frei und im November auch noch. Warum die blauen Nitrilhandschuhe? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sonst in schlechten Lichtverhältnissen bei der schnellen Erstuntersuchung Blutung durchaus auch mal übersehen kann. Und zwar lebensbedrohliche Blutung. Das wäre einigermaßen furchtbar und doof, wie ich finde. Was brauchen wir als nächstes? Was sollte jeder in so einem Kit haben, im Rucksack, im Grunde sogar schon im Schulranzen? Ein Pflasterset. Das hier sind unsere wichtigsten Werkzeuge. Wenn die irgendwie schadhaft sind, wenn da ein Splitter drin wohnt, wenn wir uns irgendwie beim Schnitzen oder beim Mittagessen zubereiten geschnitten haben, sind wir gegebenenfalls echt gekniffen. Also Pflaster. Das ist kein Hexenwerk, das muss nichts wahnsinnig Spezielles sein. Was noch? Was wir empfehlen, ist zum Beispiel Watergel, und zwar diese Abpackung mit 3x4 Gramm, das sind so kleine Tüten. Und das Ganze in Tateinheit mit einer Traumabandage, in dem Fall unsere Woundstop Care One in 10 cm breit und bummelig 3, irgendwas Meter lang. Haben wir gerade gestern hier auf dem Hof wieder gehabt. Meine Mädels sind mit Inlinern nach einer Tagesveranstaltung. Im Moment haben wir hier Sommerferien in Schleswig-Holstein. Die sind also hier im Nachbarort zu einer Veranstaltung gewesen. Sind wiedergekommen, sind hinterher noch Inliner gefahren und ich wundere mich, wo die Mädels bleiben. Stundenlang Totenstille, womit ich hoffnungsvoll überfordert bin. Und dann wollte ich gerade losfahren, dann kamen sie mir entgegen und ich sah schon aus der Ferne die kurze, keine Knieschütze an. Ein
Das kannst du ja als Eltern erzählen, bis sie die Unterlippe ausfransen, ne? So, und meine verschiedenen Damen und Herren, KinderInnen haben es auch gleich eingesehen. Ne? Es kam dann relativ kleinlaut: Ja, ich habe meine Knieschützer nicht gefunden. Ich gesagt, das nächste Mal wirst du ohne diesen Hof nicht verlassen. Und mit hängenden Ohren kam dann, wir kümmern uns jetzt erstmal um Knie und Versorgen und dann werde ich meine Knieschützer suchen und finden. Ich sage, das ist eine durchaus plausible Antwort. Das haben wir dann so auch gemacht. Und ich habe dann zur Anwendung gebracht, was wir jetzt hier sehen, einmal die Traumabandage. Wir haben ein Päckchen Watergel genommen. Und zwar das, was sie da auf dem Knie hatte, war eine Schürfwunde. Und diese Schürfwunde kannst du auch sehr, sehr gut zum Beispiel mit Watergel versorgen. Du kannst Watergel versorgen, mit Watergel versorgen, Sonnenbrände, du kannst damit Verbrennung tatsächlich behandeln. Das ist ein Gel auf Wasserbasis, was durch diese Gelwirkung oder durch diese Gelkonsistenz eine kühlende Wirkung hat. Das ist ein Gel auf Wasserbasis, wodurch es sehr, sehr schön kühlt. Es ist Teebaumöl drin, dadurch reinigt es die Wunde. Und ich habe das Ganze in Tateinheit mit der Traumabandage zum Einsatz gebracht. Das hatte den Vorteil, dass ich über Nacht in diese Wunde Ruhe reingekriegt habe. Und heute Morgen, als der Verband abgekommen ist, war die Wunde sauber, wie sie sein sollte. Also die Wunde ist keine eheähnliche Verbindung eingegangen mit der Traumabandage. Genauso war das geplant, so genauso war das gemacht, so haben wir es auch getan. Jetzt kommt Luft an das Ganze und fertig ist der Lack. Sie ist zufrieden, ist sich im Klaren darüber, dass sie in Zukunft nur noch mit Schützern fährt. Hat es auch gleich eingesehen, Kraft ihrer neuen Lenze. Das sind so irdische Kleinigkeiten, die halt auch unsere Kinder schon tatsächlich auch wissen. Und jetzt kommt der ganz große Brüller bei der Sache. Es haben mich beide hinterher darum gebeten, dass, wenn die solche Ausflüge machen, haben die meistens einen Rucksack mit. Und jetzt ratet mal, was da drin ist in diesem Rucksack, in diesem Erste-Hilfe-Kit. Handschuhe, Pflaster, Watergel, Traumabandage und eine Rettungsdecke. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Letzten Endes wären das hier halt die nächsten Punkte, die mir so einfallen würden für ein jeder MännerInnen-Kit. Also Handschuhe, Pflaster, Watergel, Traumabandage und eine Rettungsdecke. Und dann seid ihr schon 100% besser dabei als der gemeinsterbliche deutschsprachige Teil der restlichen Erdenbevölkerung. Das hat also nach Möglichkeit jeder irgendwie irgendwo an der Persönlichkeit, wie gesagt, tragende Teile davon oder das gesamte Kit haben wir in der linken Oberschenkeltasche. Das passt bei den verschiedenen Hosen von Helicontex, bei den Cargo-Hosen passt das ganz Herr und Frau hervorragend. Das ist so das, was ich im Grunde als Tagesdiensthose nutze, schon seit Ewigkeiten. Ich habe früher lange Zeit 5-Eleven gekauft. 5-Eleven hat irgendwann so dramatisch mit der Qualität nachgelassen und ist exorbitant im Preis durch die Decke gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, ne, das geht auch anders. Geht auch anders, geht günstiger, geht von der Qualität her mindestens genauso gut oder sogar besser. Und von daher, seitdem bin ich mit Helicontex unterwegs. Schon sehr, sehr lange und bin damit auch glücklich. Kit für jede Persönlichkeit. Hopefully. Das kann natürlich durch eure Bedürfnisse noch weiter ergänzt werden. Da können noch rein für die Damen eventuell der eine oder andere Hygieneartikel, aber wirklich nur für die Damen und wirklich nur Hygieneartikel, nicht verwechseln. Falls ihr einen entsprechenden Bedarf habt, können da gerne noch komprimierte Gase, die wollen, packen sich da noch ein Cat rein und vielleicht noch ein Baumwolldreiecktuch. Aber dann ist das Ganze für jeden auch rund. So, dann seid ihr so schon mal sehr, sehr gut ausgestattet. Was ihr mit diesen verschiedenen Materialien anfangen könnt, damit geht es in der Reihe über Outdoor Erste Hilfe dann in den nächsten folgenden Teilen weiter. Das wird also sehr, sehr umfangreich. Der Sani, was euer Gruppensani mit hat, das ist im Grunde das Kit, was gerade erwähnt ist. Da kommen dann aber noch ein paar Sachen dazu. Da kommt dann zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Schere mit rein, da kann ein Thermometer mit rein,
Da dürfen Alkoholtupfer gerne dabei sein. Da darf gern was zu Desinfektions von und zu ein Desinfektionsmittel. Ich empfehle in dem Fall Octinisept mit rein. Eine elastische Bandage, die gibt es übrigens auch von LifeGuard und die geht demnächst bei uns auch in den Online-Shop. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Und jetzt, wo ich weiß, wo die Schulz endlich herkommt und wo ich auch zur Not ein oder zwei mehr davon kriege. Also ich will mich jetzt nicht unbedingt als Lifeguard-Fanboy outen, aber das Ding ist, dass das Zeug wirklich gut ist und wirklich den Preis, die preisliche Kirche echt im Dorf lässt. Und das finde ich, das ist eine Kombination, die ich persönlich großartig finde. Kann man mich für ausbuhen oder so, bin ich, kann ich mitleben, wirklich. So, elastische Binde hatten wir. Was mit rein darf, je nach Wissensstand, ist dann zum Beispiel auch eine Samsplint, also eine Schiene, mit der man Arme und Beine oder Hand- und Fußknöchel zur Not auch mal ruhig stellen kann. Das kann manchmal ganz sinnvoll sein, gerade einen Fußknöchel mal über Nacht ruhig stellen, wenn man zum Beispiel so eine Hüttenwanderung macht und irgendwie umgeknickt ist. Abends ist der Fuß dick, dann wird der Fuß aus dem Schuh ausgepellt, wird entsprechend runtergekühlt. Und dann kriegt man eine entsprechende Schiene rum. Da kommt eine relativ lose, mit in relativ loser Wicklung eine elastische Binde drumrum. In dem Fall die LifeGuard-Bandage. Das ist halt eine dauerelastische Bandage. Auch da ist wieder der Klett dran. Fällt die also nicht in Dreck. Ich find's kreuzgeil. Ganz ehrlich. So. Und jetzt geht ihr bei. Packt da noch eine Samsplint oder ähnliches mit rein. Und dann seid ihr als Gruppensani und als jeder in dieser Gruppe schon sehr, sehr gut dabei. Wie gesagt, was und wie die verschiedenen Dinge in diesem Kit angewendet werden, dazu gibt es schon sehr, sehr viele Videos bei mir auf dem Kanal. Aber gerade mit Schwerpunkt Außentür Erste Hilfe werde ich mich da in den nächsten Episoden weiter zu auskaspern. Ich will dann zwei, drei Materialien aus diesem Kit vorstellen und dann wirklich intensiv erklären, was damit alles geht und was vor allem nicht. Okay, können wir uns darauf einigen? Für die Gruppensanis unter euch, und ich weiß, dass der eine oder andere bei mir tatsächlich den Kanal am Stalken ist, eure Aufgabe ist es, nicht nur für medizinische Hilfe und Ordnung und Struktur und Feng Shui der Einsatzstelle zu sorgen, wenn es denn dazu kommt, sondern eure Aufgabe ist es ebenfalls, eure Mitmaß darauf vorzubereiten, dass auch die helfen können für den Fall, dass ihr brach liegt. Denn so komisch es klingt und es ist nicht halb so witzig, wie es klingt, derjenige, der in der Regel und meistens an anderen Tagen als erstes brach am Boden liegt, das ist zumindest im Militärischen sehr, sehr lange Fall, sehr, sehr lange der Fall gewesen, das ist der Team-Medic. Also eure Aufgabe, eure Leute schulen und nach Möglichkeit so schulen, dass die auf das, was eure Teammitmaster tun, auch wirklich Bock haben. Wäre geil. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, haut's unten in die Kommentare. Ihr findet überall auch irgendwelche Kontaktmöglichkeiten von und mit und um mich herum. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.